Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin mal wieder am Waldsee Bad Lahr, diesem 4 Hektar großen Baggersee südlich von Osnabrück. Und ich möchte heute das mit dem Bombarden weiter probieren, mal gucken, ob das läuft, in welchen Tiefen die Fische stehen. Ich bin heute Morgen schon drüben an einer Stelle gewesen, da habe ich aber 3 Stunden geangelt und nicht einen Biss bekommen. Jetzt bin ich hierher gegangen. Ich bin jetzt hier direkt vor der Hütte, vor der, da wo man normalerweise dann auch morgens bezahlt, und hatte die erste Rute gerade drin und habe schon den ersten Fisch dann dran gehabt. Also da scheint zu laufen. Das ist eine Portionsforelle hier, also schon ein richtiger Fisch mit 650, 750 Gramm, also 1,5 Pfund oder sowas. Und sowas gilt hier als Portionsforelle. Das sind schon richtige Fische, kann man nicht anders sagen. Ich habe mir 3 verschiedene Ruten fertig gemacht. Ich habe einmal die Black Cobra, das ist eine 4,80 Meter lange Steckrute mit bis zu 40 Gramm Wurfgewicht, optimales Wurfgewicht 25 Gramm. Da habe ich eine dicke Bombarde dran gemacht und ein 4 Meter langes Vorfach und Fische damit auftreibend. Wie gesagt, die Rute ist 4,80 Meter lang und da kann man auch ein 4 Meter Vorfach ohne Probleme mit fischen. Damit fische ich auftreibend und will damit auch schleppen. Und dann habe ich mir 2 Ruten fertig gemacht, und zwar die Thunder Trout in 20 Gramm und in 30 Gramm. Das ist die 3er und die 4er. Das sind 4 Meter lange Teleskoprouten, die ich eigentlich sehr gerne fische, weil sie sehr, sehr schön leicht sind und auch eine sensible Spitze haben, aber nicht so super sensibel, wie das normalerweise bei einer Tremarella-Route ist, sondern das sind für mich richtig Schlepprouten, die ich wirklich sehr gerne benutze. Da habe ich nochmal 2 verschiedene Bombarden dran gemacht, sodass ich 3 verschiedene Bombarden habe, die in verschiedenen Tiefen auch laufen. Weil ich einfach ausprobieren möchte, was läuft denn heute beim Schleppen. Und die 2. Rute werde ich dann immer einfach reinwerfen, praktisch mit der Bombarde auftreibend. Die 3. Rute stelle ich dann einfach weg. Aber ich habe dann ein bisschen so die Möglichkeit, verschiedene Sachen mal zu tauschen.
Vorfächer werde ich auf jeden Fall sehr, sehr lang nehmen, also zwischen 3 und 4 Meter auf jeden Fall, sodass ich die Ruten jeweils auch liegen lassen kann und dann Auftrieb habe, 3, 4 Meter. Und wenn es noch mehr sein soll, dann muss ich halt mir noch was anderes einfallen lassen. Aber ich will vor allen Dingen gucken, mit diesen verschiedenen gewichtigen Bombarden, die unterschiedlich stark sinken und unterschiedliche Lauftiefen haben, muss ich mehr zum Grund, muss ich mehr ins Mittelwasser, muss ich ins untere Mittelwasser, ins obere Mittelwasser? Ist es vielleicht besser, eine sehr leichte Bombarde zu nehmen, die weiter runter sinken zu lassen und dann leicht zu zupfen? Oder wollen die Fische was Schnelleres haben und ich nehme eine schwere Bombarde, lasse die ganz runter sinken und kann dann wieder ein bisschen schneller kurbeln? Das sind alles so Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Und ich werde dann verschiedene Tiefen bzw. verschiedene Farben ausprobieren, verschiedene Teige ausprobieren, auch mal eine Bienenmade dran machen oder 2 Bienenmaden, damit die schön rotieren. Mal gucken, was da läuft. Die erste schöne Lachsforelle, schätzungsweise 3,5 Kilo oder so. Schöner Fisch. Einfach auftreibend mit Kadaverteich Orange. Ungefähr 2 Meter über Grund. Da ist sie. Also ich schätze mal, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 3 Kilo oder sowas. 2,8, irgendwas um den Dreh rum. Ich habe sie nicht gemessen. Ich hatte die zweite Rute noch nicht ausgepackt, oder da bin ich gerade dabei, die auszupacken. Erste Rute schon mal reingeworfen, Kadaverteich, Orange, auftreibend. Ich habe ein Vorfach ungefähr so 2 Meter, vielleicht auch 2,50 Meter, so also ein bisschen über Grund, und habe es einfach nur wirklich liegen lassen, erstmal mit der einen Rute und mit einer Bombarde, die dann unten auf Grund auflag. So will ich eigentlich nicht angeln, ich will eigentlich schleppen, aber ja, der Fisch hat schon mal drauf gebissen. Nehmen wir mit. We'll be right back.
So, da ist der Fisch. Ne? Da kann man so, glaube ich, ganz gut sehen. Und auch bei diesem Fisch guckt ein Vorfach aus dem Maul raus. Das ist aber nicht mein Vorfach. Mein Haken ist raus. Und ja, hat irgendjemand abgerissen. Und das mit relativ dicker Schnur. Also, ich würde mal sagen, das ist ein 25er Vorfach oder sowas. Ich angle hier mit 18er. Also, Bremse vernünftig einstellen. Ne? Das ist also eine Sache, die man immer wieder sieht. Die Bremsen sind nicht ordentlich eingestellt. Ja, die Leute kurbeln einfach nur. Und ihr könnt an so einem großen See besser die Bremse ein bisschen zu locker machen als ein bisschen zu fest. Lasst ihn doch mal 10 Meter Schnur nehmen. Was soll das denn? Da kriegt ihr den Fisch doch trotzdem. Oder muss man nicht einfach kurbeln wie mit dem Kran? Da hinten vor den Ferienhäusern, ich hoffe, dass man das so sehen kann, da gibt es eine Sandbank und da ist ein Platz, der nennt sich, wird hier allgemein Behindertenplatz genannt. Da sind sehr häufig die Leute von den Wochenendhäusern und da ist auch ein Platz, der freigehalten wird, wenn jemand zum Beispiel mit dem Rollstuhl kommt. An dem Platz bin ich vorhin gewesen. Zuerst davor gibt es eine große Sandbank. Das ist eigentlich ein toller Platz im Winter zum Beispiel und auch im Herbst, im Frühjahr. Und ja, ich habe es da vorhin versucht, das hat aber jetzt überhaupt nichts gebracht und jetzt bin ich, wie gesagt, vor die Hütte hier gegangen und hier geht es direkt tief rein. Also wenn man ein bisschen weiter rausgeht, haben wir bestimmt hier eine Tiefe von 10 Metern oder so. Und da, wie gesagt, habe ich dann reingeworfen und Auftrieb. Ich habe vorhin mit der Rute hier geschleppt und mit meiner anderen Thunder Trout auch, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe mehrere Bombarden ausprobiert. Ich habe langsam geschleppt, ich habe schnell geschleppt, ich habe nur gezupft. Ich habe kleine Propeller, große Propeller, mittlere Propeller. Ich habe alle Farben, ich habe wirklich alles ausprobiert und habe jetzt die Rute reingelegt, einfach nur auftreibend mit einem langen Vorfach, 3 bis 4 Meter und habe es einfach liegen lassen und habe jetzt auch schon Fische drauf gefangen. Also die Fische scheinen im Augenblick nur stehende Köder zu wollen und keine geschleppten Köder. Sowas gibt es manchmal. Ich habe es hier auch schon ganz anders erlebt, wo ich auf geschleppte Köder einen nach dem anderen gefangen habe. So ein Wald, der Waldsee hier ist ja nun wirklich sehr groß, extrem tief, 13 Meter. Und ich habe hier schon Sternstunden erlebt, wo ich innerhalb von 1,5 Stunden 20 Fische hatte. Ich habe hier auch schon Tage gehabt, wo ich 8 Stunden hier war, mit 2 Ruten gefischt habe und nicht einen Biss bekommen habe. Das ist an so einem großen See natürlich immer möglich, das muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall gibt es hier tolle Fische. Aus den letzten Fischen, die der Orle hier gefangen hat, als ich den gefilmt habe, da habe ich die großen Lachsforellen filetiert und habe daraus kaltgeräucherten Lachs gemacht. Das zeige ich euch demnächst auch mal, wie man das macht. Das war super lecker. Das ist hier einfach eine tolle Fischqualität. Es sind schöne, große, kampfstarke Fische. Die müssen hier auch ein bisschen, ja, ein paar Meter schwimmen, damit sie an ihre Nahrung kommen.
und noch eine schöne Portionsforelle. Und auf der anderen Route piept es auch. Also da scheint auch wieder was Größeres zu sein. Das ist meine Schlepprute. Ich habe die jetzt einfach liegen lassen. Und weil das mit dem Schleppen irgendwie nichts gebracht hat. Ich habe mir hier echt den Wolf geschleppt. Aber immer nur gefangen, irgendwie auf auftreibende Montage. Ja, da habe ich mir gedacht, ne? Lass ich mal liegen. Da kommt der Fisch. Oh, ist aber nichts Großes. Schöne große Portionsforelle, aber keine Lachsforelle oder sowas. Also, ja, ein schöner Fisch. Alles in Ordnung, aber fühlte sich erst größer an. So, noch ein schöner Fisch. Noch eine schöne Lachsforelle. Wieder ungefähr 4 Meter Auftrieb mit Knoblauchteich Orange. Also was anderes scheint im Augenblick nicht zu gehen. Auf Schleppen habe ich noch nicht einen Biss gehabt. Da ist der Fisch nochmal. Kein riesiger Fisch, aber eine schöne Lachsforelle. Und ich habe sie jetzt abgeschlagen. Ich möchte die filetieren hinterher. Und am nächsten Montag möchte ich auf meinem Grill Saltimbocca vom Lachsforellenfilet machen. Also ein Lachsforellenfilet, dafür muss ich die nachher auch noch wirklich schuppen, damit ich die auf der Haut braten kann, damit man die Haut mitessen kann. Dann kommt da Salbei drauf, dann kommt dann Serrano-Schinken, werde ich nehmen, spanischen Schinken da drauf und das Ganze auf meinem Schickling-Grill dann gebraten. Ich denke, das wird eine ganz leckere Sache. Könnt ihr euch am nächsten Montag drauf freuen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Feierabend. Meine Kühlkiste ist voll. Waren ein paar richtig schöne große Fische dabei, auch die Portionsforellen hier wirklich Mordsfische, alle über 500 Gramm, das heißt ein Fisch ist dabei, das war so ein kleiner. Alle anderen waren wirklich richtig schöne Fische, so zwischen 700 und 800 Gramm und das als Portionsforellen, das heißt als weißfleischige Fische. Es waren auch ein paar kleinere Lachsforellen dabei, rotfleischige Fische, um ein Kilo und der schwerste, ich habe den nicht nachgewogen, aber ich schätze mal so auf um die 3 Kilo. Also wie gesagt, die Kühlkiste ist voll. Komisch war es wirklich, dass nicht ein einziger Anfasser da war beim Schleppen. Obwohl ich wirklich alles probiert habe, sondern alle Bisse wirklich kamen beim stillen Angeln mit der auftreibenden Montage. Hier hinter mir ist übrigens die Black Cobra in 4,80 Meter. Für mich eine der tollsten Routen überhaupt, die ich kenne, um weit zu werfen. Für mich eine der besten Weitwurfrouten überhaupt. Ich habe davon zwei. Ich habe die in 4,50 Meter. Da hat sie, ich glaube, 25 oder 30 Gramm Wurfgewicht maximal und so ein optimales Wurfgewicht von 20. Und das hier ist die schwerere Version, die 40 Gramm Version
mit 4,80 Meter Länge. Die benutze ich normalerweise zum Ablegen und die kürzere Version dann zum Schleppen. Beide Ruten super klasse. Ich habe noch keine andere Rute gehabt, die so weit wirft, aber die Rute ist auch nicht ganz billig. Ich freue mich darüber, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch bis zum nächsten Mal jede Menge dicke Fische. Ciao.